Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, The Legend of Zelda Triforce Heroes. Und das ist ein Multiplayer-Game, deswegen mache ich das natürlich nicht allein. Die Blazefox ist dabei. Hallo? Und später kommt auch noch der Utgardus hinzu. Der ist jetzt gerade noch nicht dabei, weil er noch zu tun hat. Und weil der erste Part nur ein Tutorial ist. Deswegen werden wir gleich mal das Spiel starten. Ein Software-Update ist verfügbar. Was zum. Willkommen im Club, das hatte ich gerade eben ausgeführt. Soll ich schon mal mein Spiel starten, wenn ich auch das Tutorial machen muss? Ja, am besten. Der Gottus hat es wohl schon gemacht. Gut, dann So, gucke ich mir gucken das wir erstmal die Optionen Tutorial. durch. Hast du jetzt abgebrochen, das Nö. Update, oder warst du fix? Ich habe das Update jetzt nicht abgebrochen. Na Weil gut. der brauche ich ja jetzt erst für. Den werde ich ja erst brauchen, wenn ich dann online gehe und. Machen wir mal Spiel starten. Der Text geht ziemlich schnell. Na, Also den werde ich zumindest schon der erste. vorlesen können. Okay. Willst du wissen, wie diese Geschichte ihren Anfang nahm? Ja gut, okay, das dauert jetzt ein bisschen. Ja, es war einmal ein Königreich, in dem alle Kleider liebten, sich immer für die neueste Mode begeisterten. Die prächtigsten Kleider von allen trug stets Prinzessin Rüschlinde. Mann, was ein toller Name. Ein Rüschen. Ich habe schon gehört, die Story ist ziemlich belanglos. Aha. Ich lasse mich überraschen. Es gab jedoch eine Person, welche der Prinzessin nicht wohlgesonnen war, eine böse Hexe aus dem Lumpenland. Im Moment, das Hahaha. Lumpenland kenne ich irgendwo, ja. die Wortspiele. Eines Tages erhielt Prinzessin Rüschlinde ein Geschenk. Was? Was willst du gerade? Mein Mann soll irgendwas von mir, ich weiß nicht was. Es muss vorgelesen werden. Absender unbekannt, verdächtig, sehr, doch die Prinzessin ließ sich von der hübschen Schachtel blenden und öffnete sie ohne zu zögern. Kein Problem, wenn du Lärm in der Küche machst, das hört man nicht. Ein Zauberspiegel. Muhahaha. Jetzt hat sie ihre schönen Kleider nicht mehr, oder was? Als sich wahnsinnig Aha. lichteten, fand Prinzessin Rüschlinde sich in einer grässlichen Tracht wieder. Da steht ihr vorzüglich, höhnte die Stimme der Hexe. Ich glaube, du könntest etwas besser betonen beim Vorlesen. Das ist nur Ich rum, weiß, das ist so gerade so knapp. Larifari. Normalerweise mache ich das doch besser. Niemand außer der Hexe könnte der Prinzessin das verfluchte Gewand ausziehen. Vor lauter Scham schloss diese sich in ihren Gemächern ein. Im ganzen Land machte sich Trauer breit. Die Das haben war schon besser. Probleme. Die haben immer Probleme. Guck dir Rosamunde Pilcher-Filme an. Nee, hab ich noch nie getan. Na, sei froh. Hast nichts verpasst. Das ist Schmalz pur, man kann sich das nicht angucken. Das Lumpenland, wo die Hexe wohnte, war ein gefährlicher Ort, an dem sich nur wahre Helden vorwagen könnten. Um solche zu finden, wandte sich der König an alle befreundeten Reiche. Ich kann mir schon vorstellen, wie das bestimmt bei Looks Like Link ausgesehen hat, wenn der das hier gespielt hätte. Ich weiß nicht genau, ob er selber Let's Played hat oder so, aber naja. Also, ein Jüngling hörte von diesem Gesuch und machte sich auf den Weg in das Königreich. Looks Like Link ist sowieso jemand, der sich ständig den Text ändert. Aber finde ich gar nicht mal so schlecht, so ein klitzekleines bisschen Ja. improvisieren, wenn man es kann, wenn man es drauf hat. So, Gesuch, Totemhelden. Textilia. Voraussetzungen: spitze Ohren, haarsträhend von den Ohren, verwegener Scheitel. Oh Mann. Besiegt die Hände die Hexe und befreit Prinzessin Rüschlinde von ihrem Fluch. Wer auch immer diese Heldentat vollbringe, der werde fürstlich entlohnt. Hast du eine Textbox übersprungen? Ja. Zeichnet König Lockfried von Textilia. Wollte schon sagen, irgendwie ist meine Textbox noch nicht so weit. Du bist einer der Helden, die Prinzessin Rüschlinde erlösen wollen. Jo. Stimmt's? So ist es. Eigentlich bin ich halt mehr so jemand, der gerne dann das Gegenteil sagt. Och nö, spinn's doch nicht. Mal gucken, wie sie reagieren. Ja, das ist auch unschön witzig. Diese Ja. spitzen Ohren. Sehr schick. Ich arbeite bei Madame Couture, der besten Modeschneiderei dieser Stadt. Info, Madame. Ich hätte wieder Probleme gehabt bei diesem Wort Kultur. Ich war jetzt auch nicht so sicher, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Ist das Französisch? Ja, ich denke schon. Den von Madame geschneiderten Gewändern wurden besondere Kräfte inne. Prinzessin Rüschlinde war unsere beste Kundin, bis dieser ganze Schlamassel anfing. Jetzt können wir nur noch auf die Hilfe von euch Helden hoffen. Aber du, eines muss ich mal sagen. Dein Outfit, das ist schon irgendwie schick, oder? Oder was meinst du? Ich sag, was meinst du? Du Das kannst ja will ich sagen, auch schick. wissen. Nee, das will ich auch wissen, was da Na gut, das steht. sag ich schick und dann lese ich meins vor. Okay. Nein, 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 entschuldige, es ist nur, solche Kleidung sieht man in unserem Land nicht so oft. So, was sagt deiner? Ja, also, es ist irgendwie äußerst, naja, so halt.
Aber vielleicht willst du einfach mal etwas anderes ausprobieren, beziehungsweise anprobieren. Wo du schon einmal hier bist, solltest du einfach mal in unseren Laden kommen. Das sagt er mir jetzt auch. What? Es ist das hübsche lila Gebäude am Platz in der Mitte der Stadt. So, jetzt muss ich mich aber beeilen, sonst wird Madame mich wieder ausschimpfen. Hey! Also, wäre schön, wenn du Prinzessin Rüschlinde helfen könntest. Jo, was bleibt uns anderes übrig als Held der Geschichte? Irgendwie vermisse ich gerade meinen Stift, aber ich muss ja in diesem Zelda-Spiel keinen Stift benutzen. Also Stylus, ich habe ihn mal in der Hand, weil ich nicht weiß, ob man ihn braucht. Das kotzt mich an, der ist immer auf der rechten Seite so ungünstig platziert. Oh Mann, das ist die Madame. Die hat eine Katze unterm Arm. Was? Wer bist du denn? Willkommen in Madame Coutures Boutique. Du befindest dich am Nabel der Modewelt. Ah, Madame, das hier ist er. Der Held, von dem ich Ihnen erzählt habe. Hm? Dieses Landei soll ein Held sein? Nun ja, seine Kleidung lässt wirklich zu wünschen übrig, aber Madame, sehen Sie sich seine Ohren an. Diese langen, spitzen Ohren, er muss derjenige sein, der die Prinzessin erlösen wird. Nicht die Spur von Mode sind, das kann doch nur ein Hofstapler sein. Du bist nicht der erste Held, der herkommt, musst du wissen. Aber bisher hat keiner es geschafft, die Hexe zu bezwingen. Seit Prinzessin Rüschlinde verflucht worden ist, bekommen wir keine Aufträge mehr aus dem Schloss. Darüber hinaus geht das Gerücht um, dass jeder, der sich modisch kleidet, ebenfalls den Fluch fürchten muss. Ach, deswegen laufen die alle herum, die letzten Deppen. Aha, die sehen alle aus wie die Clowns, ich weiß auch nicht, von den Klamotten her. Kein Wunder, dass Madame nicht sehr erfreut über die Lage ist. Jetzt kauft niemand mehr meine Kleider, nur eine einzige Kundin ist noch in der Anprobe. Aber das ändert nichts daran, dass Madame die beste Modedesignerin der Welt ist. Wenn du Geld und die richtigen Materialien hast, macht sie dir die wundervollsten Gewänder. Aber wie dem auch sei, wir müssen die Prinzessin irgendwie von dem Fluch erlösen. Wenn du ein echter Held bist, der die Hexe besiegen kann, dann werde ich dir helfen, wo ich kann. Verstehst du jetzt die Lage in unserem Königreich? Soll ich meins wieder vorlesen und du ein anderes? Willst du, ich hab nicht zugehört machen? Ja, ich nehme, ich hab nicht zugehört. Gut, dann mache ich erstmal voll und ganz. So, als erstes solltest du zu Graf Schnöselschick gehen, er ist Kommandant der Hexenjäger. Er wählt im Schloss neue Rekruten aus, aber die Auswahlkriterien sollen sehr streng sein. So, jetzt kannst du. So, verstehst du die Lage in unserem Königreich? Ich habe nicht zugehört. Wie bitte? Deine Aufmerksamkeitsspanne ist schon mal nicht eines Helden würdig. Du bist nicht der erste Held, der hierher kommt, musst du wissen. Und ich wiederhole meinen Text gerade eben wieder. Ja, gut, okay, das ist, ja, wenn man einfach alles hier überspringen wollte. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Oh je, so spät ist es schon? Mein Job ist es, die Helden im Schloss in Bezug auf Gewänder und Materialien zu beraten. Betreibe dort sowas wie eine Zweigstelle von Madame Couture. Also dann, man sieht sich. Ich muss gerade mit dem Utkulus antworten, dass wir jetzt noch im Tutorial sind. Noch im Tutorial. Klickety-klack? Ja. Hatte die nicht gerade eben noch... Ach nee, das ist bei dir die getigerte Katze. Bei mir hat sie eine andere Katze, das ist eine schwarz-weiße. Echt jetzt? Und die haben verschiedene Katzen? Ja, und die hatte eine Siamkatze unterm Arm. Ich weiß nicht, was ja, die Siamkatze hatte sie auch. Ins Schloss hieß es, stimmt's? Ja. Warte bitte. Oh, da steht ein Clown. Bist du ein Heldenkandidat? Begib dich ins Schloss und befolge die Anweisungen des Grafen. Er ist unser Kommandant. Pff, warum wird der Kerl reingelassen? Achte nicht auf den Kleinen, du darfst passieren. Weil ich voll cool bin, Mann. Genau. Weil ich nicht zuhören kann, deswegen. Das ist doch, du Bursche, komm mal einen Moment lang her. Spitze Ohren. Ja. Haarsträhnen vor den Ohren. Ja. Bewegender Scheitel. Ja, das ist ein Bingo. Wer sagt denn sowas? Verzeihung, ich sollte mich vorstellen. Ich bin Graf Schnöselschick, Kommandant der Hexenjäger. Furchtbare Namen. Ja, wie mir scheint, bist du nicht zufällig in unser Reich gekommen. Ich nehme an, du weißt, was hier vorgefallen ist. Ja, das haben wir bereits gelernt. Soll ich nochmal fragen, was ist passiert? Ja, wahrscheinlich erzählt er dann die ganze Geschichte nochmal. Das vereinfacht die Sache. Ich habe ja schon einen Haufen von Heldenkandidaten gesehen. Aber so gut wie du hat noch niemand auf die Beschreibung aus der Legende gepasst. Du bist uns hoch willkommen. Sag, Bursche, wie lautet dein Name? Der Name, den du eingibst, ist für andere Spieler sichtbar. So, ich nehme natürlich meinen Let's Play-Namen.
Bei mir fragt er noch was. Tut dem Helden und ergibt Sinn. Also bei mir kam doch ein bisschen was anderes an Text. Okay. Na, krieg ich jetzt bei Ihnen das L richtig zu schreiben? Ich sag, ergibt Sinn. Little, zackiger Name für einen zackigen Helden. So, wie lautet mein Name? Ich bin die Blaze. Oh, schön, das steht schon drin. Na dann, als Zeichen deines Status brauchst du zuerst einmal ein Heldengewand. Geh mit diesem Material zu Madame Couture und lass dir eines schneidern. Textilfaden erhalten. Ich hätte jetzt fast nur Textilfaden erhalten gelesen. Ja, hervorragend. Ich lasse Madame Couture wissen, dass du kommst, also mach mir bloß keine Schande. Jo. Na dann holen wir mal die Klamotten ab. Also, eigentlich würde ich mich ja gerne eine Runde umsehen in solchen Situationen, aber na gut. Ja, ich würde jetzt, normalerweise mache ich das auch, weil wir noch den Utgardus erwarten. Hm. Möchte ich jetzt nicht, möchte das relativ schnell gezielt damit springen. Jetzt hast du schon wieder eine andere Katz. Bei mir ist es dieselbe. Und wie ist das gelaufen? Eine grau getigerte habe ich jetzt. Ich habe immer noch eine rot getigerte. Also, wo war ich? Und wie ist das gelaufen? Ich mag die Musik in dem Laden, die ist irgendwie cool. Ich habe keine Musik an, das könnte ich vielleicht mal anmachen. Du sollst also tatsächlich ein Held sein? Na, wenn der Graf das sagt, dann wird es wohl stimmen. Wenn ich etwas für dich anfertigen soll, wähle Auftrag. Hört man meine Musik? Glaub grad nicht. Gut, dann lasse ich sie an. Hab sie mich auf volle Bulle gestellt. Solltest mit dem Heldengewand anfangen, guck mal nach unten. Das 8-Bit-Gewand. So, Heldengewand, ist das so recht? Bitte hab ein wenig Geduld. Gut, Kleid will Weile haben. Ich nehme das Minecraft-Gewand. Ach so, es geht nicht. Verdammt. Ich habe mich mal wieder selbst übertroffen. Absolutes Meisterwerk. Da stehst du doch da rum. Los, ab in die Anprobe. Och man, ich muss das Stand aufnehmen. Das glaubt, muss wohl jeder nehmen am Anfang. Voll fies. Oh mein Gott. Ey, die Dicke kenne ich. Hallo, Junge. Kennst du die auch noch? Nee, wo kommt denn der her? Aus Zelda. Na, was ich ja auch in denselben Stil gemacht haben. Ach, Link Between Worlds. Die dann immer da war, oh, jetzt habe ich mich gerade eben umgezogen gehabt. Wenn du ein paar Minuten eher hier gewesen wärst, wäre es ganz peinlich geworden. Ach ja, ich erinnere mich. Das ist dieselbe Dicke, die dann immer einen Knutscher verpasst hat. Hallo, junger Mann, bist du auch zum Kleiderkauf hier? Ich war vorhin schon in der Anprobe, ist wirklich wunderschön. Angemessen für ein so schickes Etablissement. Na, sitzt das auch nicht zu strack, steht hier auf jeden Fall. Ein weiteres Meisterwerk. Oh, die Katze. Hast du die Katze gesehen, wie sie die gequetscht hat? Nee, aber ich sehe gerade, dass sie eine andere Katze wieder neben mir ist. Jetzt hat sie sich tatsächlich verändert. Ja, jetzt habe ich dieselbe wie du. Wenn du dich irgendwann noch einmal umziehen möchtest, geh einfach in die Anprobe. Sie tut zwar zu unnahbar, aber in Wahrheit gefällst du ihr. Ach ja, wusstest du eigentlich, dass du gekaufte Outfits auch als Stempel im Mivias verwenden kannst? Das brauchen wir jetzt echt nicht. Nee, würde ich auch meinen. So, jetzt müssen wir wohl nochmal zurück ins Spiegel. Schloss. Ein wunderschöner Spiegel. Und dort ist die andere Katze. Ich habe die getigerte Katze im Hintergrund. Ah. Ich habe jetzt einen neuen Typen, der mich anstarrt. Oho, 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 sagt er. Ach, und hier ist die graue getigerte Mieze. Was? Ein Typ, der dich anstarrt? Ja, als ich aus dem Laden gegangen bin. Ja, ich sehe ihn auch gerade. Ohren, welche die Himmelduft stoßen könnten. Ein mehr als verwegener Scheitel. Und dazu noch das Markenzeichen des jungen Helden. Majestätische Haarsträhnen vor den Ohren. Und sprichst wirklich dem Ideal des Totemhelden, mein Junge. Und doch muss ich dich rügen. Da habe ich nämlich beobachtet und du hast nicht einmal der Statue der Totemhelden die Referenz erwiesen. Die sehe ich das erste Mal. Weißt du denn die nicht? Schon schon da. Weißt du denn nicht, dass die Totemhelden unser Recht Exilias von Alters her beschützen? Sie verzeichnen alle unsere Taten, seien es gute oder böse. Jetzt ist es an der Zeit, neben der Statue A zu drücken und ihr zu huldigen. Zu speichern? Ja. Zu huldigen? Irgendwie muss ich da gerade an das Leben des Brian denken, ganz am Anfang. Kennst du den Film? Ja, kenne ich, aber ich habe nur einmal gesehen. Oho, du huldigst wie ein Profi. So. Wir haben noch nichts weiter gesagt. Nach dem Speichern. So, zurück ins Schloss. Ja, yeah, ich habe Geld gefunden. Das steht dir vortrefflich, als wäre es nur für dich gemacht. Zuerst muss ich dir eine wichtige Regel unserer Einheit einschärfen. Das Lumpenland, wo die Hexe aus, ist ein gefährlicher Ort. Daher ist es verboten, allein dorthin zu gehen. Du musst dich mit anderen Helden zu einem Dreierteam zusammenfinden. Zu diesem Zweck solltest du über die drahtlose Verbindung nach Mitstreitern suchen.
Lokales Spiel, Online-Spiel und Download-Spiel sind alle in diesem Saal hier verfügbar. Solltest du allerdings ohne drahtlose Verbindung ganz allein zu einem Abenteuer aufbrechen wollen? Dann begib dich bitte zu diesem kleinen Durchgang, aber vergiss nicht, wie gefährlich das Lumpenland ist. Grundsätzlich solltest du immer im Team mit zwei Partnern aufbrechen. Wenn du dich allerdings genau an die Anweisungen des Weißen da drin hältst, machen wir eine Ausnahme. Hast du das verstanden? Absolut. Jo. Also dann, bitte, viel Glück. So, ich werde nochmal zum Speichern gehen, weil jetzt sieht's aus, als ob wir den Utgardus dazu einladen können. Na gut, da kann ich auch nochmal speichern und tu noch eine Runde Rasenmäher spielen. Ach ja, könnte ich auch mal kurz machen. Ja, ich habe auch ein bisschen Geld gefunden. So, speichern. Oh, ein Fuffi. Ein Fünfer. Also ein blauer. Jo. So, und ich sag vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt doch in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.